Hallihallo und herzlich willkommen zu Unturned. Ja, ich kam hier gerade rein und wurde von diesen zwei Zombies attackiert. Zum Glück hatte ich ja das Schwert und beziehungsweise das Katana. Ich glaube, das hieß Katana und kann damit ordentlich zuhauen. Mir wurde noch gesagt, bei Rechtstaste reicht ein Schlag, muss man dann später mal ausprobieren. So, gleich mal noch was hinten dran, beziehungsweise vorneweg zuerst. Auch diese Aufnahme ist, wie die Aufnahme bei For Story, nachkommentiert. Das Problem ganz einfach ist, irgendwie habe ich hier beim Rendern einen falschen Codec genommen und somit. Die Autospur ist alles vorhanden gewesen, aber ich klinge wie ein Chipmunk. Und leider, ich habe das Ganze versucht zu entzernen, aber es klingt einfach scheiße. Ich krieg es nicht wieder normal hin, da ich eben nicht mehr genau weiß, was hatte ich ge falsch gemacht. Somit kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Und ja, das Problem ist, es ist dann auch nicht mehr synchron mit Audio, also mit der ganzen Audio-Videospur. Und deswegen, ja, muss ich das Ganze nochmal neu machen. Natürlich ist sowas relativ schwierig, deswegen habe ich gedacht, gut, wirst du einfach, na, machst du halt 10 Minuten, dass ihr jetzt jeden Tag was habt. Und jetzt jeden Tag Folgen hochkommen. Ich werde heute auch noch eine Runde For Story aufnehmen. Und ja, was und weiter, weiß ich jetzt gerade nicht. Tja, und ich werde auf jeden Fall in die Outtakes vielleicht 2 Minuten oder so das verkappte Chipmunks hängen. Werden wir mal gucken. Ich denke mal, es wird ganz lustig, eine kleine Abwechslung. Oder ich werde mal schauen. Ich habe gedacht, ja, schreibst dir einfach auf, was du so erzählt hast und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, das kriegst du doch niemals so hin mit den Pausen und so weiter. Und sowas ist einfach immer Kacke, wenn die Audiospur, wenn das alles, was du erzählt hast, wenn das alles weg ist. Und da muss ich mich immer echt überwinden, um dann nochmal was Neues aufzunehmen. Ich meine, bei For Story wäre es jetzt egal gewesen. Ich meine, da hätte ich die Aufnahme einfach weghauen können und keiner hätte großartig was mitbekommen, gemerkt, dass ich. Was mache ich denn hier eigentlich? Ja, keiner hätte großartig was gemerkt, dass ich das sozusagen. Also dass ich da diese Folgen, dass ich da ein bisschen was übersprungen hätte, aber hier hätte man es doch bemerkt. Das Blöde ist, in der Vorschau, die ist nicht gerade in HD und da kann ich leider auch nicht genau sehen, was ich mache, aber ich scheine gerade ein bisschen zu ernten oder zu pflanzen hier meinen Garten. Das soll ja hier so ein bisschen das mein Domizil werden. Und da pflanzen wir jetzt einfach mal alles schön in Reih und Glied. In Reih und Glied aufstellen. Die, jetzt haben wir eine Axt. Wir hatten ja das letzte Mal eine Axt gefunden. Und damit wird jetzt der erste Baum gefällt. Mal gucken, inwieweit. Ich hatte jetzt da, glaube ich, mal links und rechts gedrückt, aber hier kommt erstmal ein kleiner Zombie. Yay! Richtig gut getroffen. Das ist doch richtig, richtig nice. Ja, mit den Skills, die kann ich gerade überhaupt nicht erkennen beim Nachkommentieren. Ach, sowas ist doch. Ah, deswegen hatte ich halt, bisher noch nichts hochgeladen, weil ich die Aufnahmen halt nachkommentieren muss. Aber ich hatte gesagt, weil Kommentare kamen, wo bleibt Unturned? Hatte ich gesagt, gut, ich lade es heute hoch. Und yeah, jetzt haben wir erst ein Holz. Kann ich das Holz kleinhauen? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Dann nehmen wir es erstmal auf. Oh, da habe ich in den Boden gehauen. Yay, boing. Noch einmal. Ich schlage überall Löcher in den Boden. Yay, ist das toll.
So, und die können wir jetzt craften. Boards. Und daraus können wir jetzt, was auch immer das ist. Weiß ich nicht. Gut, ich könnte ja jetzt, weil ich ja weiß, was ich da so ungefähr gemacht habe. Und zwar, genau, Wooden Plate. Genau, Wooden Plate. Ich wollte mir nämlich ich wollte mir Kisten machen. Und hier, wahrscheinlich hole ich hier gerade wieder mein Tablet und gucke nach, wie man sich eine Kiste baut. Denn, ja, ihr wisst ja, auch wenn wir jetzt diesen riesengroßen Rucksack haben, der natürlich von Vorteil ist, ist es natürlich nicht so ganz günstig, wenn wir da noch mehr finden, da dann halt. Genau, Stickies. Genau, dann müssen wir nicht mit der Säge die Boards. Und dann kommen Sticks und dann kommen Wooden Plates raus. Oder mache ich. Ich weiß auf jeden Fall, mache ich mir Kisten. Das weiß ich noch. Oder will mir welche machen. Und das hat auch nicht so ganz probiert. Also, aber werdet ihr ja dann sehen. Auf jeden Fall war unser. Warum latsche ich ihn so langsam? Merkt ihr das? Was war denn das? Da kann ich, das weiß ich schon gar nicht mehr, was das war, warum ich da so langsam gelatscht bin. In den Einstellungen ließ ich aber, glaube ich, auch nichts finden. Ach, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich lief ja noch geduckt wegen den kleinen Zombie. Mal sehen, wann mir das auffällt. Ah, jetzt hab ich's. Aber ihr wisst ja noch, unsere letzte, sozusagen, unser Sachen, was wir halt machen wollen. Wir wollen uns, oder ich will mir, obwohl ich kann ja auch uns sagen, denn, weil uns ist doof, aber es hat sich irgendwo in der LP-Szene so durchgesetzt. Zombie, ich vernichte dich. Hier, ja, versuche ich immer nochmal mal das mit dem rechts, aber irgendwie klappt das nicht so wirklich. Na, auf jeden Fall, ich bleib lieber bei dem. Und klar, einige könnten sagen, ja, holt ihr doch die Waffen und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon mal ausprobiert. Ich komme damit am besten zurecht und ich will mir da nur das Inventar zu. Aber jetzt sind wir erst einmal auf Ducktape-Suche, denn wir wollen uns ja, dass wir sozusagen respawnen können und nicht nochmal komplett von vorne anfangen, brauche ich ja einen Schlafsack. Und den kriege ich nur mit einem Ducktape. Irgendwas mache ich jetzt gerade mit den Skills, aber ich weiß eben noch nicht was. Also ich weiß schon, was ich später brauche. Ah, hier habe ich die Ausdauer habe ich etwas erhöht. Auch nicht so verkehrt. Und ich gucke mich halt jetzt immer noch so ein bisschen nach dem Duct Tape. Und übrigens ein herzliches Dank dafür. Mir wurde gesagt, ah, ich glaube, hier haben wir Duct Tape. Ich glaube, das war Duct Tape. Wie ich das Wasser sozusagen wie ich das Wasser, hier haben wir ja Moldy Water, bekomme ich mit so einer, mit Tabletten aus, oder war das eine Spritze auf jeden Fall, mit Zeug aus der Apotheke, kann ich das wieder in normales Wasser umwandeln. Vielen, vielen Dank dafür. Aber ich weiß es gar nicht. Ach so, genau, ich brauchte ja noch Cloth dafür. Ich brauchte 5 Cloth dafür. Haben wir hier in dem Banktresor noch was? Nee, schade. Schade, 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 schade. Ich muss dann auch mal was gucken, ob ich diesmal irgendeinen schönen Übergang so
Outtakes finde. Mal gucken, ob da irgendwas frei zur Verfügung ist. Da ist wieder ein kleiner. Yay, und erledigt. Sehr schön. Und ich gucke gleich mal in die Apotheke. Nee, erstmal mache ich hier noch die Polizisten klar. Die Kleinen sind, glaube ich, nicht ganz so schnell. Ne? Oder ne, die sind auch so wie die normalen. Also von der Geschwindigkeit genauso. Na los, komm! Komm! Yay! Erledigt! Sehr schön. Aber meine Gesundheit sieht wieder nicht so gut aus. Vielleicht muss ich mir ja dann doch. Vielleicht muss ich mir ja dann doch was craften. Eine Säge haben wir schon. Also aus Cloth craften. Ja, habe ich nämlich schon. Eine Säge. Hallo, Apotheken. Nein, das ist ja nicht mein. Ihr wisst ja, von dem das ist. Ja, ich komme hier rein und werde ja gleich so schön begrüßt. Fand ich persönlich nicht so toll. Und kann man die eigentlich schon mal abernten? Ich muss mal gucken. Ah, alles, was ich hier abgelagert habe, ist jetzt weg. Ne, die Lampe liegt hier noch. Was haben wir hier eigentlich? Hallo, was bist du? Ein Winchester Clip. Aber hier, wir hatten hier doch dieses ganze Zeug abgelagert, dieses Anmeuteldingens. Ach, wir werden uns, glaube ich, erstmal hier um die Zombies. Ich weiß nicht. Mir wurde gesagt, wenn ich hier linke Maustaste drücke, dann, oder beziehungsweise rechte, dann kann ich die mit einem Schlag umnieten, aber irgendwie scheint das doch nicht so. Ich muss jetzt mal gucken, was habe ich denn überhaupt alles in meinem Inventar? Ich habe die Handsäge, ich habe die Ken, ich hatte eine Axt und ich habe Scrap Metal. Süße Kloss, wir wollten uns ja mit dem Kloss einen Bett machen. Also ich würde sagen, wir pflanzen, glaube ich, erstmal wieder was ein. Okay, das war gegen Hunger, okay. Eine Fresh Potato. Okay, die müssen wir ja Samen daraus machen. Ich habe Nägel. Ah, hier kann ich nicht nur drehen. Hier war nochmal. Ich muss mich erstmal noch ein bisschen ins Spiel reinfinden. Nein, nicht Equip, sondern Crafting. Und Craft. So, wo habe ich jetzt die? Hier, die Kammer Potato Seeds. So, kann ich hier schon ernten? Jetzt, ich kann ernten Fresh Potato. Und was haben wir hier? Harvest Fresh Potato. Sehr gut. Dann, wir haben ja jetzt gerade gefuttert, dann, craften wir die erstmal. Das war dann halt mit Potato Seeds. Ah ne, wir können hier nochmal craften, dann haben wir hier viermal Potato Seeds. Dann können wir natürlich jetzt noch equippen. Mal gucken, kriegen wir überhaupt hier ein gerades Feld hin? Und dann wollen wir mal gucken, wir haben hier ja eine Axt. Die könnte man mal auf die 2 legen, wenn man das, geht das irgendwie, ja? Dann legen wir die auf die 2 und gucken mal, ob wir das hinkriegen, Holz zu fällen. Denn dann können wir uns nämlich auch ein schönes. Oh, das hätte ich vielleicht wissen müssen. So, mit. Boing, das ging ja richtig schnell. Warte mal, mal gucken, was wir jetzt an. Wir haben 16. Marksman. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie lange müssen wir hier, shoppen? Okay, jetzt haben wir hier Loks. Kann ich die jetzt verkleinern? Ich muss die garantiert craften. Aber wir. Und was ist das jetzt hier? Ach, wo ich eben. Ah, ich hab hier den Boden gehauen. So, jetzt gucken wir mal an, was wir hier mit den Loks. Da werden jetzt Boards draus. Und kann ich die Boards auch craften? Da werden wir jetzt Wooden Plate draus. Man hätte sich vielleicht auch mal vorher informieren sollen, beziehungsweise ich habe doch irgendwo auch mir mal tolle Zettel ausgedruckt, wo das alles drauf steht. So, fallen wollen wir nicht. Basisgegenstände. Oh, mein Wecker klingelt, finde ich ja sehr toll. Komponenten. Barrikaden, Fallen, Craft. Moment, Landwirtschaft, Kleidung und medizinische Hilfsmittel. Da war doch. Eine Sache hatte mir einer. Ja, wenn ich jetzt die Boards. War doch irgendwas mit einer Säge. Hier rein konnte ich mir doch. Stichies, genau. Okay. Nägel, Kloss. Was gut wäre natürlich jetzt, dass wir uns. Mit der Axt bin ich. Nee, was war das denn? Schiff? Steuerung? Gott, ich muss mir nochmal in die Controls reingucken. So, Reload, Crouch. Crouch, Other Left Control. Sprint. Left Shift. Achso, ich fliege auch noch. So, aber ich denke mal, das Wichtigste wird jetzt erstmal sein. Siehst du, wir haben die Ken und da werde ich jetzt mal an dem Hafen da meine Dinge auffüllen. Natürlich erstmal hier.
Trommels klatschen. Und es wird gerade dunkel. Dass ich hier die Can auffülle. Und da haben wir noch irgendwie. Hier haben wir noch Apple Juice, weil da. Das sieht mir hier etwas bedrohlich aus. Aber wir werden die Can, denke ich mal, auch auffüllen. Und, ja, genau. Noch, ich muss, glaube ich, nochmal eine Apple Juice nehmen. Und da kommt einer. Aufs Maul. Nö, es klappt wirklich mit dem einen. Dingens, mit dem einen Schlag. Und irgendwie hat es gerade mein. Oh, wie haben wir denn? 26. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch ganz günstig, wenn wir den mal ein Stück erhöhen. Ich glaube, so langsam, wie gesagt, das letzte Mal hatte ich einen recht guten Lauf. Und ich müsste mir mal jetzt schauen. Ah, ein Duck Tape. Yeah, jetzt kann ich mir den Schuh wegholen. Und hier hat. Oh. Irgendwas. Und die Molded Bottled Water, die konnte ich ja auch, wie hat man eine Notiz, nochmal kennen. Die Molded Bottled Water, da wurde mir geschrieben, dass ich die auch mit irgendetwas. Ich hole erstmal die Kloss hier ab. Ich brauche nämlich 5 Kloss, denn wir brauchen unbedingt den Sleeping Bag. Aber ich würde sagen, den Sleeping Bag halt erst dann, wenn wir unser Haus gebaut haben. Ja, mit was fangen wir denn dann am besten an? Ich sehe da hier aber noch einen Zombie. Machen wir gleich mit Stein. Erstmal machen wir den Zombie. Oder wollen wir uns erstmal noch umgucken auf eine, dass wir noch eine andere Stadt finden? So, die Kleinen, die sind etwas süßer. Ich muss das mit dem Links, ja, mit der Rechtsmaustaste noch ein bisschen üben, das auf jeden Fall. Hier haben wir noch einen und da. Autsch! Das war jetzt nicht gerade. Ja, wir haben eine Handsaw und was haben wir? Wir haben auch eine Handsaw. Es gibt nämlich auch noch eine Chainsaw. Toll. Warum hab ich den jetzt hier unten besiegt, Alter? Alter! Das war jetzt gerade. Keine Selbstleistung so. Die kennen die. Metal Can, die kann ich nicht. Kann ich die nicht equippen? Ich dachte, mit der kann ich irgendwie, kann man die wenigstens craften? Daraus irgendwas? Nee. Ich dachte, mit der Can kann ich hier irgendwie was befüllen. Versteht? Das ist ein bisschen doof. Bin ich noch auf X? Nee. Kommt der da rüber? Hier hätten wir noch ein Sticky, was haben wir hier? Ein Rope, na, kann man sich auch brauchen, hab ich den beim letzten Mal nicht gesehen? Und irgendwo höre ich hier gerade wieder, na, süße Kumpel, ich hab dich doch gehört. Was haben wir hier? Bolzen, und hier haben wir eine Wirklampe. Also müsste ich mal gucken, dass ich mir doch jetzt erstmal eine Kiste, wo ich das alles ablagern kann, schaffe. Aber erstmal müssen wir hier noch ein bisschen dezimieren. Ich mag euch nämlich nicht. 3 Hafenarbeiter sogar. Ah, der, ich erstmal die Großen und dann. Hängst du fest? Mir doch egal. Kann man eigentlich, wenn man jetzt das Working Light. Entschuldigung. Apple Juice Box. Nee, aber das kann man wahrscheinlich. Und hier haben wir noch ein Duct Tape. Ich glaube, ich müsste jetzt gleich einmal mit Gas Can. Ich dachte echt, ich kann mit der Can irgendwie, aber wir craften uns, glaube ich, erst einmal noch. Weil ich meine, wir haben ja geguckt, hier gibt es genug Glas. Das erste ist, denke ich mal, wichtig, dass wir uns erstmal irgendwo eine Box hinstellen. Was? Dressing? Dressing? Okay. Ein Schoolbag haben wir sowieso auf und Civilian Bullets. Ein Bett, kann man da eigentlich drin schlafen? Schade. Double Barrel. Aber im Schlafsack könnte man bestimmt schlafen. Ist dann die Frage, kann man den dann auch wieder wegmachen? Weil jetzt könnte man halt wirklich. Kann man die mitnehmen? Schade. Ich glaube, das macht mal. Das würde ich sagen. Oh, Wecker, ja, den nehme ich auf die Nerven. Sorry. Ah, Alter, wo kommst du denn jetzt her? Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Und hier haben wir noch eine Blowtorch. Was ist eine Blowtorch? Ah. Ne, tut den gar nichts. Oh, fuck. Wo kommt ihr denn auf einmal? Ja, toll. Wo habe ich da jetzt meine Klasse verschwendet? Kleinen, den machen wir wieder in X-Manier. Und ich muss mal bald wieder auch was essen und was trinken. Ha, erledigt. Ich höre noch einen, da oben. Oh, noch ein kleiner. Also was heißt die so küchen? Ich meine, ich kann ja auch so rumküchen, aber ganz ehrlich, ne. Moldy Potato, Potato Tomato. Meiner Helm. Gibt ja mehr Licht. Okay, dann war die Candy, kann man eh nicht benutzen. Also zumindest wüsste ich nicht wie. Dann kann ich mal equip. Nee!
Ich finde ja live. Damit lässt sich leben. Was mit der Blowtorch? Das ist jetzt absolut nichts anzufangen. Aber was wollte ich weiter angehen? Ah, komm her. Mein Gott, Entschuldigung, dass ich hier immer so ein bisschen warten muss. Auf jeden Fall. So, wir wollten jetzt aber eigentlich Plus holen. Damit ich mir einen. Obwohl, wenn wir jetzt. Hat er uns nicht gesehen? Cool. Obwohl, wenn wir jetzt den Meinerhelm haben, was ich ziemlich cool finde, weil ich vermute mal, der muss garantiert irgendwie aufgeladen werden. Dann brauchen wir jetzt gar nicht erstmal den ganzen Bolzen, wofür auch immer wir sie brauchen werden. Nein, hier nicht lang. So, dann werden wir mal uns auf die Suche nach Klotz, oder? Genau, Klotz werden wir uns machen. Damit wir uns halt ein Sleeping Bag basteln können, damit wir dann wirklich Home machen können. Und unser Zeug ist noch da. Hoffe. In Klammern hoffe. Pharmacy. Da hatte doch... Was? Antibiotikum? Okay. Und mit denen kann ich, mit diesen Tabletten, kann ich nämlich Moldy Water, hat mir nämlich jemand auch in den Kommentaren geschrieben, kann ich Moldy Water wieder an Moldy machen. Aber ich wollte jetzt eigentlich erst einmal schauen, Aufbewahrung, also guck ich gerade, wie ich mir eine Test mache. Aber irgendwie finde ich das gerade nicht so richtig. Beziehungsweise mein Tablet, das spinnt mal wieder rum. Aber irgendwie waren hier doch noch viel mehr Zombies. Ich brauche unbedingt einen Test. Ohne Test geht hier gar nichts, weil ich das immer voll bin. Ich meine, ich habe zwar den Rucksack, aber trotzdem. Ich denke hier drin oder beim, also Item Guide. Übersicht Gebrauchsgegenstände, Holzbauten, Holzkiste. Genau, Holzkiste, die wollte ich machen. Die braucht erstmal Craftsman 2. Craftsman? Oh, den hätten wir jetzt.